Zeiten. Ja, Freunde, heute mal ein bisschen DTM mit meinem alten Go-Kart-Kollegen Jochen Kilz. Ja. Irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er sind wir uns auf diversen Kartbahnen über den Weg gelaufen. Aber wir sind nie gegeneinander gefahren, ne? Altersunterschied so krass. Ja. 4 Jahre, ja. Ja, ist nix. Aber im Kartsport ist das... Ja. Wenn du 8 bist und triffst einen 12-Jährigen, dann denkst du dir, oh, boah, der ist erwachsen. Ja, das war ja auch immer so, du hast immer hochgeguckt, die dann Junioren gefahren sind. Die fandst du immer geil, weißt du, was ich meine, ja? Ja, ja, genau. Ja. Mit André Lotter zusammengefahren, Timo Scheider. Timo Werner. Ja. Wahnsinn. Und ihr merkt, einmal Nagel im Kopf, immer Nagel im Kopf. Jochen hat dann irgendwann vor 15 Jahren sich mal hier so ein DTM-Auto gekauft. Komplett originales Auto. Das war was? Erst das Kurt-Team-Auto? Genau, es war wohl 1989 das East-Auto vom Kurt-Team und wurde dann 1990 Berlin 2000-Auto. Absolut, absolut krankes Teil. Gucken wir uns gleich im Detail an. Ist ein bisschen anders als so ein aktuelles Rennauto. Ein bisschen. War auch damals irgendwie teuer. Was hast du gesagt, wie viel hat das gekostet früher? Damals haben sie gesagt, so um 1 Million, 1,2 Millionen D-Mark. Für den 190er. Also ich meine, ich kann es gut nachvollziehen. Allein die Schweißarbeiten werden ca. 800.000 Euro gekostet haben. Wir gucken da gleich mal rein. Überall, wo es irgendwie ging, haben die noch so eine Verstrebung eingeschweißt. Absolut geisteskrank. So einfach geht das. Zack, Stoßstange dran. Ja, diese Carbon-Auswucherungen habt ihr ja gesehen, damit es halt ein bisschen stabiler ist. Weil ihr seht da an dem Nokia-Logo, da wurde dann auch schon mal natürlich ein bisschen angeschoben. Übrigens auch witzig, wenn du das mal überlegst, ne? So Nokia, damals hier DTM groß, Sponsorchip und so, und heute spielen die einfach gar keine Rolle mehr. So Jungs wie Apple, die einfach komplett eliminiert haben. Ich finde das so krass. Ich kann mich noch daran erinnern, da war ich mit meinem Papa in Zolda. Da muss zu der Zeit gewesen sein. Ist dieses Auto da rumgefahren und jetzt, heute darf ich selbst mal eine Runde damit fahren. Was ich wirklich extrem wild finde, sind diese Verstrebungen vom Käfig bzw. vom Chassis, haben die alles reingeschweißt, um das Ding noch steifer zu machen. Guckt euch das mal an. Das geht quasi hier vorne los, nach unten noch mal so eine Abstützung, dann hier hoch, dann hast du hier wieder zwei Abstützungen. Das geht dann hier direkt weiter, kann man hier ganz schön sehen, in den Käfig rein. Und im Innenraum hast du auch noch mal gefühlt 125 Verstrebungen. Das ist schon echt abgefahren. Motor relativ weit vorne, also er sitzt genau auf der Vorderachse. Der Tank sitzt genau auf der Hinterachse. Auch interessant, würde man, glaube ich, heute so auch nicht mehr bauen. Der Motor ist auch relativ hoch. Ja, also wenn das Auto heute gebaut werden würde oder wenn du dir heute ein ähnliches Auto anschauen würdest, dann wäre wahrscheinlich hier der obere Teil vom Motor irgendwo hier, wo der Zerkrümmer ist. Und ungefähr 50 cm weiter hinten. Auch die Räder, guck dir das mal an. Guck mal, der Zentralverschluss. Das sieht aus einfach wie eine überdimensionale, normale Mutter. Aber ist auf jeden Fall total wild. Und überleg mal, 1,2 Millionen Mark Listenpreis. Völlig verrückt. Und das Ding hier, ja, die Airbox hier, das ist der Hauptgrund, warum sich das Ding so krank anhört. Ihr werdet das gleich mal hören, wenn wir hier die Gerade runterfahren. Vollkommen irre. Früher im Renneinsatz haben die Dinger 11.000 Umdrehungen gehabt. Die haben 11.000 gedreht. Könnt ihr euch das vorstellen? Und der ist jetzt begrenzt auf 9,5. Also der ist jetzt auf das begrenzt, was ein GT3 RS oder ein GT3 heute dreht. Als High-End-Sportwagen. Ich meine, es war eine andere Zeit. Ne? Es war einfach eine andere Zeit. Auch hier, wenn du dir das mal anschaust, das hier ist die Chassisnummer. So, das heißt, wenn die gecrashed sind, dann haben die eine neue Rohkarosse genommen, ausgebohrt. Zack, auf die nächste drauf, fertig. Es gibt auch kaum Aufzeichnungen darüber. Die sind da relativ schlecht tatsächlich. Also du kannst eigentlich gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, welche Rohkarosse jetzt tatsächlich mal welches Auto war, weil du halt eben so easy da mal eben umstecken kannst. Heute alles etwas anders, ja? Heute sind wir da ein bisschen genauer. Und ich denke auch bei den Motoren ist es ähnlich. Ich will gar nicht wissen, wie viele Motoren die an so einem Wochenende einfach zur Verfügung hatten, weil die hatten ja sogar in der DTM immer ein T-Car. Wir haben jetzt uns mal ein bisschen schlau gemacht, ja? Also, wir haben ja gerade das Thema Motoren angesprochen. Die haben dreimal am Wochenende den Motor gewechselt. Aus Sicherheitsgründen, ja? Mal eben. 2,5 Liter 16V, 379 PS, relativ genau.
Magnesiumblock, Magnesium-Hinterachse, Magnesium-Vorderachse. Das ganze Schätzchen steht einfach fahrbereit da mit 980 Kilogramm bei 380 PS. Also der Apparat, der geht richtig nach vorne. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich extrem darauf, mit diesem Apparat gleich fahren zu dürfen. Es ist krank. Was muss man da machen bei so einem alten Auto? Da werden jetzt erstmal andere Zündkerzen reingedreht. Die sind nur dazu da, um den Motor warm laufen zu lassen. Das heißt also, die drehen jetzt andere Zündkerzen rein, Öldruck vorgepumpt, dann wird der warm laufen gelassen, dann machen sie ihn wieder aus, dann kommen wieder andere Zündkerzen rein und dann kannst du loslegen. Das ist halt alles ein bisschen, ist nicht so wie beim Cup-Auto, Knöpfchen drücken, warm laufen lassen, losfahren. Ja, ist ein bisschen mehr. Ja, auch Thema Sitz. Ja, du konntest im Cup-Auto schön den Sitz vor, zurück, alles kein Problem. Das geht alles nicht in dem Auto. Du musst jetzt die Sitzkonsole nach hinten. Und das Maximum nach hinten bedeutet irgendwie 4 cm mehr. Heißt, der Lenkrad bewegt sich jetzt. Ja, hängt hier so an den Beinen. Dass ich mal zu groß bin für ein Auto, hätte ich auch niemals mit gerechnet.
Wir machen nichts anderes mehr. Nicht? Geil. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, das... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Genau so hat man sich dann früher als Kind immer vorgestellt, muss ein Rennauto fahren. Ja? Und wie direkt das schaltet und wie geil das schaltet. Wenn die einmal verschaltet, nichts. Einfach nur Hammer. Sound brutal. Vor allem, wenn du drin sitzt, dann so hoch beschleunigt, dann denkst du immer so, okay, jetzt muss auch gleich Ende sein. Dann guckst du so auf den Drehzahlmesser. Oh, ach noch, okay, geht noch ein bisschen was. Wir haben gerade off-record haben wir einen Plan geschmiedet. Wir haben gesagt, eigentlich müssten wir nächstes Jahr im Rahmenprogramm von 24er damit 6 Stunden Rennen fahren. Aber dann weißt du auch, was du getan hast. Das sag ich dir aber. Kuppeln und Zwischengas und Bremse und... Wahnsinn. Ey, wie viel Grip das Teil hat, ne? Die Reifen sind 12 Jahre alt. 12 Jahre alte Slicks. Wenn die Kläuse von Michelin hat hören, kriegen die direkt einen Schlaganfall. Mit dem neuen Rad darfst du auf der Nordschleife nur einen Stint fahren, kein Doppelstint. Du musst schon ein neues Rad nehmen und hier sind 12 Jahre alte Slicks drauf. Und das Ding hat einen Grip. Und wir haben ja nichts gemacht, kein Setup, gar nichts. Und das Ding hat Traktion und einen Grip. Unfassbar. Spitzgäre ein bisschen untersteuern gehabt, aber ansonsten so geil. Achso, hier. Niki Lauda. Ja. Dann haben wir, irgendwo habe ich gesehen, Karl Wendlinger. Ah ja, der war da drüber. Wen? Karl Wendlinger. Auch Formel 1 Fahrer in Österreich. Ich glaube, es war der erste Red Bull Formel 1 Pilot, den es gab. Und natürlich. The Boss. Geil. Einfach krank. Ich hatte mal so ein ferngesteuertes Auto von Tamiya. Das war auch so ein Ding. Es gibt irgendwo ein YouTube-Video, auch gute alte Zeiten, DTM irgendwas, Golden Times, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Relativ lang, DTM Zolder, 89, 90, da wird mein Vater interviewt, als Gast, als Zuschauer. Und ich sitze bei dem auf den Schultern, so völlig gelangweilt. Und mein Vater so eine Pornobrille, Schnurrbart, so geil. Richtig gut, ich muss das mal raussuchen, das müssen wir mal irgendwann droppen. Vorhin auch mit Marco geredet, theoretisch sind die neue modernen T3-Autos viel näher an einem Straßenauto als das da. Ja, definitiv. Also deswegen hat so ein einmal früher 1,2 Millionen Mark gekostet. Ja, ne? Aber ich meine nur, weil alle sagen irgendwie, ja, die neuen Autos sind keine... Ja. Weil die optisch von außen optisch näher dran sind. Weißt du, weil eine alte Blechkarosse ist. Ja. So, aber jedes Cup-Auto, jeder GT3R ist näher von der Technik her, näher an einem Straßenauto dran als damals. Das war ja krank, die hatten ja so Gewichtsschlitten und so einen Knopf am Lenkrad, wo vorne dann im Kühler so ein Rollo runterging und wildeste Scheiße hat die da drin. Jochen? Du hast viel Spaß gehabt. Vielen Dank. Gerne. Alter, das war ein Kindheitstraum, den du mir erfüllt hast. Gerne. Richtig krank. Ja, Wahnsinn. Lass dir mal überlegen. Auch ich habe gerade mal versucht, so ein bisschen zu erzählen. Wir kennen uns, seitdem wir so sind. Ne? Oder ich auf jeden Fall war noch kleiner. Und dann siehst du diese Autos auf der Rennstrecke fahren und denkst dir, boah. Ne? Und du suchtest das komplett und denkst dir, irgendwann willst du so ein Ding fahren. Dann gibt es die Teile natürlich nicht mehr, wenn du so weit bist. Und dann kommst du irgendwann in deinem Leben doch nochmal dazu, so ein Auto zu fahren. Ja, und das ist einfach geil, weil das ist einfach die Zeit, wo wir groß geworden sind. Ja? Und das verbindet uns einfach, diese Zeit. Ja? Und es ist halt schön, dass du da die Möglichkeit hast, wieder mal so ein Auto zu bekommen und auch das dann halt am Leben zu halten und damit halt abends immer zu fahren. Ja, ja, das ist geil. Also ich finde es auch richtig geil, dass du das überhaupt machst. Also dass du den überhaupt gekauft hast und am Leben hältst, wie du sagst. Ja. Ne? Ja, ich sag mal, das Thema wird halt auch immer schwerer. Die Teile werden halt immer weniger für das Auto. Ja. Das macht die Situation halt dann auch echt schwer. Ja, ja, und ich meine, wir reden ja hier von einem richtig wilden Rennauto. Ne? Also wir haben 30 Betriebsstunden auf dem Motor, war richtig. Mhm. Ne? Überleg mal, du kannst 30 Stunden das Ding laufen lassen, dann musst du den wieder neu machen. Mhm. Und jetzt haben wir einen Drehzahl begrenzt. Wenn wir den noch auf voller Drehzahl laufen würden, könntest du den nach jedem Rennen aufmachen. Geil. Ich bin auch den Herstellern dankbar, dass sie so einen Blödsinn überhaupt mitgemacht haben. Ja? Wo wir gerade gehört haben, gerade kam einer und sagte, Jungs, eure Bremsleuchten funktionieren nicht. Weil so ein Kippschalter ist, wo du das ausschalten kannst. Ich habe das früher ausgeschaltet, damit keiner sehen konnte, wo du bremst und so.
Bei den Tests oder was? Ja, auch beim Rennen. Auch beim Rennen, ja. Um dich auch ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Ja. Der Striezel Stuck, der hatte einen Knopf am Lenkrad und dann so eine Figur, die er hinten auf der Hutablage hat, die Hose runtergemacht. Hat so einen blanken Arsch gezeigt. So eine kleine Figur. Ist er an dir vorbeigefahren und hat dann hier den blanken Arsch noch gezeigt. Das ist einfach wild, was die früher alles gemacht haben und was das eigentlich für geile Autos sind und was für einfache Autos das einfach sind. Ja? Im Verhältnis zu das, was du heute hast. Ja, ja, aber ich meine, das ist ja so, also eigentlich ist ja ein Cup-Auto näher an einem aktuellen GT3 oder GT3 RS dran, als der damals an einem 190er dran war. Ne? Mhm. Das ist so. Aber optisch ist der natürlich näher dran. Ja. An einem 190er als jetzt Cup-Auto an einem GT3. Die haben einen Ölkühler an der Hinterachse. Die haben ein Zahnrad auf der Hinterachse, die Ölpumpe antreibt. Genau. Mit Kühler, mit allem drum und dran. Ja. Das ist krank. Hinterachse Magnesium, Vorderachse Magnesium. Also hat mir viel Spaß gemacht. A, konnte ich ihn auch mal wieder fahren. Und B, dass du ihn gefahren bist, hat mir noch mehr Spaß gemacht. Ich danke dir dafür. Vielen Dank, danke dir. Jochen, und jetzt warten wir nicht wieder 25 Jahre, bevor wir uns wieder treffen. Nee, jetzt müssen wir mal was zusammen machen. Jetzt müssen wir mal einen Blödsinn machen. Wir haben schon Pläne. Ja. Geil. Also, vielen Dank. Ja. Haut rein, bis bald. Ciao.